Moin Leute, Deutschland braucht sein Age. Wir sind massiv abhängig von diesem Stoff und werden es auch noch viel stärker werden. Und natürlich spreche ich nicht von irgendwelchen Drogen, sondern ich spreche von Wasserstoff, insbesondere von H2, also Dihydrogen. Das ist ein Molekül aus zwei Wasserstoffatomen. Und Dihydrogenmonoxid solltet ihr alle kennen, denn das benötigt ihr zum Leben. Das ist H2O, also Wasser. Vielleicht was zum Klugscheißen in der nächsten Runde, okay? Darum soll es aber nicht gehen. Wasserstoff ist und wird extrem wichtig sein und darüber muss man gar nicht streiten. Aber wie wir ihn produzieren, wie teuer das alles ist und vor allem, wann und wo der Einsatz einfach sinnvoll und effizient ist, darüber müssen wir reden und zwar ganz dringend, denn hier geht es wirklich um eure verschissene Zukunft und zwar wirtschaftlich wie auch umwelttechnisch. Das ist ein wahnsinnig wichtiges Thema. Okay, also was da total wichtig sind, sind natürlich Politiker. Also ziehen wir uns mal ein paar Zitate von diversen Politikern und Parteien rein und checken dann mal, was die Wissenschaft dazu sagt und ihr werdet euch leider sehr, sehr wundern, wie wahnsinnig weit das auseinander ist. Das ist echt scheiße, ja. Jo, wer braucht Science, wenn er Age hat? Okay. Starten wir mit dem bayerischen Wirtschaftsminister, the one and only Hubert Aiwanger. Leader der CS, der Freien Wähler oder so. Hören wir uns mal an, was er zu sagen hat. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Wasserstofffreunde, Wasserstoff ist die Zukunft. Die lieben Wasserstofffreunde, so in etwa stellt sich eine KI die Wasserstofffreunde vor. Und der Mucki-Typ muss wohl der Aiwanger sein, die Ähnlichkeit ist einfach unglaublich. Nein, Quatsch, Scherz. So, was wollen die jetzt damit? Die wollen also damit heizen, die wollen LKWs damit betanken und Autos betanken, ja? Und das Zeug am liebsten auch noch trinken, so wie es klingt. Wobei ich vom Trinken dringend abrate, denn flüssiger H2 ist muckelige minus 253 Grad warm, also ist nicht so gesund. Hören wir uns die nächste Politikerin an. Aber nochmal, wann werden wir ernsthaft mit Wasserstoff heizen? Werden wir jemals mit Wasserstoff heizen? Das ist, ja, ich gehe davon aus, dass wir auch mit Wasserstoff heizen werden. Sie sind die Forschungsministerin, Sie müssen das doch wissen. Ja, aber, nein, Moment mal. Doch. Wissenschaft und Forschung hat etwas damit zu tun, dass man nicht in Glaskugeln schauen kann. Ja, das sind die sehr konkreten Gedanken von Bettina Stark-Watzinger. Und das ist im Übrigen unsere Forschungsministerin von der FDP. Ach ja, und ich verrate es euch jetzt schon, viel konkreter als das wird es nicht mehr. Aber auf diesen Punkt gehen wir gleich auch noch detailliert ein, nämlich wann und wie realistisch ist das eigentlich. Googelt man die CDU zu dem Thema H2, so findet man flott Christoph Ploss von der CDU und findet folgende Artikel. So, jetzt die Frage, was war denn da so peinlich? Zunächst einmal haben wir uns sehr gefreut, dass E-Fuels, das klimaneutrale Kraftstoffe, das E-Diesel in Zukunft an Tankstellen vertrieben werden können. Wir sind eins der letzten Länder in der Europäischen Union, in denen das nicht möglich ist. Vielen Dank, Herr Kollege. Ich habe nur eine ganz kurze Frage. Sie haben ja gerade gesagt, dass man E-Fuels in so vielen Ländern schon tanken kann. Können Sie mir denn sagen, in welchen Ländern denn tatsächlich E-Fuels getankt wird? Und ich kann es euch jetzt schon sagen, im brauchbaren Maßstab bisher nirgendwo. Deswegen mussten auch alle ein bisschen lachen. Ja, währenddessen sieht man Wirtschaftsminister Habeck und Außenministerin Baerbock von den Grünen als Vertreter der Ampelkoalition blauen Wasserstoff aus Namibia, Panama, Dänemark, wie auch immer importieren und wie sinnvoll und vor allem umweltfreundlich blauer Wasserstoff eigentlich ist, dazu gleich noch einiges. Denn das ist leider nicht ganz so easy, wie die beiden sich das vorstellen. Ja, es ist möglicherweise notwendiges Übel, das versuchen wir heute zu klären. So, zu guter Letzt die AfD. Die möchten ja ernst genommen werden, also tun wir das auch, ja? So, hier können wir es relativ kurz machen, denn da findet man eigentlich nur sowas wie das hier. So, was die anderen machen, ist alles irgendwie doof und wir wollen auf Fossile setzen, wie Kohle, Gas und Öl und diese umweltfreundlich machen und scheinbar aus Russland, keine Ahnung. Was das jetzt mit Wasserstoff und vor allem dem riesigen Bedarf, der bereits ja jetzt schon da ist, also wir brauchen noch jetzt schon sehr viel Wasserstoff, dazu kommen wir aber gleich noch, und der Moment alles andere als umweltfreundlich produziert wird zu tun hat, keine Ahnung, das steht da nicht, ne? Können wir wirklich nur mutmaßen. Deswegen habe ich auch einfach mal die Pressestelle der AfD per E-Mail angeschrieben. Hier die E-Mail, die ich geschrieben habe, vor circa 2 Monaten abgeschickt. Keine Antwort erhalten, das für mich gleichbedeutend mit, es gibt keinen Plan oder ich weiß es einfach nicht. Wie gesagt, wir können das hier überhaupt nicht beurteilen. Also für mich macht das den Eindruck, als hätten die einfach gar nichts. Keine Ahnung. Bei den anderen Parteien gab es zumindest irgendwie sowas wie einen mehr oder weniger etwas bisschen konkreten Fahrplan. Und da, wie gesagt, ist mein Eindruck, da gibt es einfach nichts. Okay, so viel zur geballten Kompetenz unserer Politik. Schauen wir uns doch mal an, was die Wissenschaft zu sagen hat. Also, liebe Wasserstofffreunde.
Bevor es weitergeht, ich werde demnächst die Aussagen bezüglich KI von diesen netten Herren hier auseinandernehmen. Denn was viele nicht wissen, ich bin eigentlich Wissenschaftler im Bereich KI. Und dazu habe ich eine ganze Menge zu sagen, was er da von sich gegeben hat. Das ist Precht, falls ihr den nicht erkannt habt. Also, falls es euch interessiert, vergesst das Abo nicht. Ja, was macht unser Age eigentlich so unfassbar attraktiv? Wir als Wasserstofffreunde wissen natürlich, das Zeug kann ich sehr vielseitig einsetzen. Drei Punkte sind hier besonders wichtig. Einmal als Energieträger, also quasi als Energiespeicher wirklich. Ich erkläre euch gleich noch genau wie und warum. Aber auch als direkter Rohstoff, denn das vergessen auch viele, dass es wirklich ein Rohstoff ist für viele Industriezweige. Aber auch als Reduktionsmittel. Also das sind so drei Punkte, die mega wichtig sind. So, und was bedeutet das jetzt eigentlich alles? Ja, wir wollen mal ein paar Beispiele nennen für diese drei Punkte, damit ihr versteht, worüber ich eigentlich die ganze Zeit laber. Erstmal die Reduktionsmittel. Und da geht es um Stahl. Und Stahl wird hauptsächlich aus Eisen hergestellt. Und das Eisen, das in der Natur vorkommt, liegt meistens in Form von Eisenerz vor. Und das ist eine Verbindung aus Eisen und Sauerstoff. So, um reines Eisen für die Stahlherstellung zu gewinnen, muss der Sauerstoff vom Eisen getrennt werden. Und das ist die sogenannte Reduktion dann. Und bisher wurde das mit Hilfe von Kohle in irgendwelchen Hochöfen gemacht und dabei stehen natürlich Unmengen an CO2. So, und 20% der Treibhausgasemissionen Deutschlands gehen nur auf diese Industrie zurück. Also das ist wirklich schon ein Riesenfaktor. Und hier kommt jetzt der Wasserstoff ins Spiel. Man kann mit dem Verfahren der Direktreduktion, also dafür brauche ich Wasserstoff, Sauerstoff aus dem Eisenerz herausholen. Und das relativ klimaneutral tatsächlich. Also damit könnte ich jetzt wirklich Stahl klimaneutral herstellen. Das ist eine ganz spannende Sache. Okay, der zweite Punkt, Wasserstoff als Rohstoff. Ja, also es dient wirklich als Rohstoff für die in Deutschland sehr große chemische und pharmazeutische Industrie mit 260 Milliarden Euro Umsatz. Und circa 460.000 Angestellten. Also wir reden hier wirklich von einem Riesenzweig. Wie in der Stahlindustrie wird hier auch der Wasserstoff durch chemisch-physikalische Prozesse in das Endprodukt wirklich eingebaut und ist somit auch nicht ersetzbar. Das heißt, ich brauche ihn wirklich als Rohstoff hier. Zum Beispiel für die Erzeugung von Düngemitteln. Und da ist es verständlich, dass das Umweltbundesamt diese beiden Industrien auch als zwei von sechs wichtigen Einsatzgebiete von Wasserstoff in Deutschland vorsieht. So, der dritte Punkt, und auch das ist ein wahnsinnig wichtiger Punkt, als Energieträger. Also zum Beispiel als saisonaler Energiespeicher, wenn wir beispielsweise in Phasen mit viel Wind oder Sonne dann aus dem Strom H2 produzieren, diesen speichern und dann später verwenden, wenn wenig Sonne oder Wind da sind. Und der Riesenvorteil ist, den zeige ich euch hier in diesem Bild. Ihr könnt hier verschiedene Speichermöglichkeiten für Strom sehen. Also hier sind so verschiedene Möglichkeiten dargestellt und das ist total interessant. Ihr seht unten links, da sind Speicherlösungen wie zum Beispiel Batterien. Die haben relativ kleine Kapazitäten, sind auch sehr teuer im Vergleich. Dafür können die diese aber sehr, sehr schnell abgeben. Das heißt, sie können sehr schnell reagieren und halt sowas wie Netzausgleich machen. Diese sind zum Beispiel sehr wichtig für die Netzstabilität. Oben rechts ist zum Beispiel der H2, von dem wir die ganze Zeit sprachen, der im Gegensatz zu Batterien große Mengen über lange Zeiträume speichern kann und auch über große Distanzen transportiert werden kann. Man braucht also beides. Wir brauchen schnelle Speicher mit geringen Kapazitäten, aber auch langsame Speicher mit hoher Kapazität, die lange gelagert werden können. Also ihr seht halt, irgendwie brauchen die ganze Range, damit das alles funktioniert, was wir hier vorhaben mit der Energiewende. So, und jetzt wird's noch besser. Zieht euch mal dieses Molekül rein. Das ist Methanol, also ein Alkohol. Und ihr seht, da hängen jede Menge H's dran, also Wasserstoffatome. Benzin, Methan, also Erdgas und so weiter. Die sehen alle ganz ähnlich aus. Das sind immer CH-Verbindungen, also Kohlenwasserstoffverbindungen. Also ihr merkt, da ist überall ein H drin und ich brauche das Zeug, ne? So, und jetzt kommt der Witz. Ich kann, wenn ich H2 habe, damit Methanol, Benzin oder Erdgas herstellen. Das ist möglich. Und zwar ohne irgendeine scheiß Ölpumpe aus der Erde rauszupumpen. Ich kann es wirklich direkt aus Wasser und unter Luft erzeugen, also CO2. Also tatsächlich ist das umweltfreundlich und auch mehr oder weniger klimaneutral möglich. Wie effizient und sinnvoll das ist, dazu kommen wir aber noch, denn auch hier ist wieder so ein bisschen die Frage, wann macht das eigentlich Sinn? Jetzt natürlich die Frage, wo kommt der H2 denn eigentlich her, jetzt und in Zukunft? Wie viel können wir umweltfreundlich produzieren und wo und wie sollten wir den eigentlich am effizientesten einsetzen und vor allem, was kostet der ganze Spaß? Wasserstofffreunde. Okay, also wo kam das H2 bisher her? Wie soll das in Zukunft passieren und was kostet das alles?
Das ist alles so quasi wie ein großes Puzzle. So, und ihr seht hier einen Überblick über die drei wichtigsten Herstellungsverfahren. Jedes Verfahren bekommt eine Farbe. Fangen wir mal mit dem Ist-Zustand an, dem sogenannten grauen Wasserstoff. Also so machen wir es im Moment und zwar fast zu 100%. Bisher wurde der Wasserstoff in Deutschland größtenteils für die Chemieindustrie hergestellt. Und das wichtigste Verfahren dabei ist die sogenannte Dampfreformierung. Dabei nutzt man quasi Erdgas, also fossiles Methan, als Ausgangsstoff und spaltet es im Prinzip bei hohen Temperaturen in seine Bestandteile Kohlenstoff und Wasserstoff auf. Die Effizienz liegt also bei ca. 60-70%. Konkret bedeutet das, dass man in etwa 1 Kilowattstunde Wasserstoff aus 1,7 Kilowattstunden Erdgas erhält. Heutzutage wird 96% des gesamten Wasserstoffs durch die Dampfreformierung hergestellt. Also das ist wirklich das mit Abstand wichtigste Verfahren. So, blauer Wasserstoff. Das ist im Prinzip derselbe Scheiß wie eben mit dem grauen Wasserstoff, nur dass sich das CO2, was dabei entsteht, nicht in die Luft puste, sondern dabei in Gas- oder Öllagerstätten oder in anderen geologischen Speichern einlagere. Das kostet natürlich zusätzliche Energie, womit die Effizienz dann eher in Richtung 50% absinkt und man für eine Kilowattstunde Wasserstoff dann schon 1,9 bis 1,7 Kilowattstunden Erdgas benötigt. Hier seht ihr jetzt die Prognosen fürs Erdgas quasi und da sieht man eine relativ stabile Entwicklung des Preises, oder die wird vorhergesagt, was eben auch mit Angebot und Nachfrage zu tun hat. Aber ganz nüchtern gesagt hängt der Preis des Rohstoffs Erdgas und der des blauen Wasserstoff stark voneinander ab. Also wenn das, ne, es macht irgendwie Sinn, weil ich erzeuge das ja quasi daraus. Wie sich beides dann entwickelt, ist eben nicht nur eine ökonomische, sondern auch, wie man ja sieht, aktuell eine weltpolitische Frage. Also das heißt, da gibt es eine ganze Menge Unsicherheit. Trotzdem klingt es, wenn man jetzt mal ehrlich ist, alles ganz fein. Wir sind also superglückliche Wasserstofffreunde, oder? Nein, denn es gibt leider diese beschissene Realität, die auch die feuchtesten blauen Wasserstoffträume schwieriger macht, als sie sind. Und dazu kommen wir jetzt. Grauer wie auch blauer Wasserstoff wird ja aus Erdgas, also Methan, hergestellt. Und die Scheiße ist, das Zeug, also Methan, ist deutlich schädlicher für das Klima als CO2, wenn es in die Atmosphäre gelangt. Und je nach Betrachtungsweise geht man von ungefähr dem 25-fachen oder 100-fachen des Treibhauspotenzials als CO2 aus. Naja, bei der Produktion von blauem Wasserstoff entweicht unweigerlich auch immer etwas Methan und das lässt sich praktisch nicht vermeiden. Und entwichenes Methan wird für ca. 25% der globalen Erwärmung in den letzten Jahrzehnten verantwortlich gemacht. Daher werden sogenannte Lifecycle Assessments, im Deutschen Ökobilanzen, durchgeführt, um das auch für blauen Wasserstoff zu bewerten. Und in der wissenschaftlichen Community gibt es daher durchaus die Frage, wie grün ist eigentlich blauer Wasserstoff? So, ihr seht jetzt hier diese Studie und die versucht abzuschätzen, wie viel Emissionen von CO2 und Methan es bei der Herstellung von blauem Wasserstoff gibt. Und sie kommen zu einem ziemlich vernichtenden Urteil. Das seht ihr hier. Hier seht ihr die Einschätzung der Autoren und die gehen davon aus, dass blauer Wasserstoff pro Brennwert sogar klimaschädlicher ist, als direkt Gas oder Kohle zu verbrennen. Und nochmal ganz deutlich, sie gehen so weit zu sagen, dass es im Vergleich dazu wirklich umweltfreundlicher wäre, zum Heizen das Methan einfach selber direkt zu verbrennen. Zur Wahrheit gehört jetzt hier aber auch, dass diese Studie, die ich euch gezeigt habe, ziemlich heiß diskutiert wird. Ihr seht das hier zum Beispiel. Da wird von 19 Autorinnen das Gegenteil behauptet. Es läuft darauf hinaus, also in dem Streit, dass die erste Studie, welche den blauen Wasserstoff als sehr negativ einschätzt, vorhandene Daten von realen Anlagen nutzt. So, und die zweite Studie, die das so mega kritisiert hat, mit zum Teil fragwürdigen bzw. auch sehr optimistischen Daten für zukünftige Technologien nutzt. Also da gibt es so ein bisschen Diskrepanz. Die einen nutzen quasi so ein bisschen Zukunftstechnologie, sagen, das kann ja noch besser werden, und die anderen sagen, so ist es jetzt, so betrachten wir das. So, egal, ob die sich jetzt da gestritten haben oder nicht, und wir können jetzt hier auch nicht wirklich bewerten, wer da am Ende recht hat. Festhalten kann man, es wird viel diskutiert und es scheint davon abzuhängen, wie der blaue Wasserstoff am Ende hergestellt wird. Und ihr werdet lachen, es gibt sogar noch eine weitere wissenschaftliche Arbeit, die beiden vorherigen kommentiert, und die heißt Blue Hydrogen must be done properly, also muss halt gut gemacht werden quasi, ne? Dass man es ordentlich macht und dann passt es auch. Die verbindet dann sozusagen die beiden so ein bisschen und ich glaube, dass die Aussage es auch ganz gut trifft. So was gehört aber auch zur Wissenschaft und das ist wichtig, ja, weil niemand hat die Wahrheit gepachtet und das sind Diskussionen, die wissenschaftlich geführt werden und werden müssen und sie sind transparent und nachvollziehbar, deswegen finde ich das hier an der Stelle sogar sehr gut. Okay, das in Zukunft wichtigste Verfahren zur Herstellung von Wasserstoff ist wohl die Elektrolyse. Und die Wortendung Lyse steht hier für einen Zerfall oder eine Aufteilung.
Und das heißt, hier wird ein Wasserstoffmolekül in seine Bestandteile aufgeteilt, also in Wasserstoff und Sauerstoff. Der benötigte Strom dafür kann grundsätzlich aus verschiedensten Quellen kommen. Damit es aber grüner Wasserstoff ist, muss der Strom einfach aus erneuerbaren Energien kommen. Bei der Effizienz dieses Verfahrens kommt es auf das Verfahren selbst an, denn hier gibt es drei große Verfahren, die man für die Elektrolyse nutzt. Vergleichen wir die mal. Das erste ist die Alkali-Elektrolyse. Das ist seit Jahrzehnten etabliert und technologisch ausgereift. Der Wirkungsgrad liegt hier so je nach Betriebsweise zwischen 63-82%. Auch langfristig ist hierbei nicht zu erwarten, dass es da noch Steigerungen gibt. Im Vergleich zu den eben genannten Dampfreformierungen, welche für blauen Wasserstoff bei ca. 50% liegt, ist es eine deutliche Steigerung. So, ein Problem dieses Prozesses ist aber die Gasreinheit. Ja? Und wenn, besonders wenn die Elektrolyse nicht in Volllast gefahren wird. Das ist also nicht so flexibel und das ist ein bisschen doof, besonders weil wir erneuerbare Energien haben. Und auch wenn die noch nicht so stark ausgebaut sind, habe ich ja die Schwankungen. Das heißt, ich brauche eigentlich schon irgendwie was Flexibles, was das auch so ein bisschen abpuffern kann. Positiv bei der ganzen Geschichte ist aber die Langlebigkeit der Elektrolyseure. Das zweite Verfahren ist die sogenannte Polymer-Elektrolyt-Elektrolyse, also PEM. Ich werde die jetzt auch PEM nennen, das ist mir ein bisschen zu lang, das Wort. Das ist noch nicht komplett technologisch ausgereift, aber auch schon in ersten Projekten im industriellen Maßstab verfügbar. Also hier sieht man, das kommt gut vorwärts. Der Wirkungsgrad liegt hier so bei 74-85% und ist dabei relativ ähnlich wie bei der Alkali-Elektrolyse. Das Problem dabei ist, dass man für dieses Verfahren seltene Metalle benötigt und die werden nicht ohne Grund so genannt. Also ist teuer, ne? Und selten. Und der Vorteil dieses Verfahrens ist aber, dass man das eben sehr schnell bei Bedarf hoch und runter fahren kann. Und das heißt, gerade für Erneuerbare ist das sehr, sehr interessant. Und dabei bleibt die Reinheit des Gases immer gleichbleibend gut und auch das ist sehr, sehr wichtig. Das dritte Verfahren ist dann noch die sogenannte Hochtemperaturelektrolyse. Und die gilt als noch nicht ganz ausgereift. Von daher gibt es bisher nur so Pilotanlagen. Der Wirkungsgrad ist hier aber höher und soll langfristig dann bis zu 95% erreichen. Das ist natürlich schon sehr gut. Man benötigt dabei jedoch hohe Temperaturen, so bis zu ca. 1000 Grad, was auch bedeutet, dass es mehrere Stunden dauern kann, bis die Anlage dann mal hochgefahren ist. Es lässt sich also auch nicht wirklich flexibel einsetzen. Sie sollte man dann auch eher in Volllast betreiben und das schränkt natürlich die Anwendung ein bisschen ein. Aber der mögliche Wirkungsgrad spricht natürlich total für sich und die Abwärme eines kann natürlich auch in anderen Prozessen genutzt werden, um die benötigten Temperaturen dann zu erreichen, was natürlich auch ein Vorteil ist. So, mega wichtig natürlich, was kosten denn die ganzen Sachen eigentlich? Der Preis hängt beim grünen Wasserstoff super stark davon ab, wo und wie er hergestellt wird und ob dafür Strom aus Wind oder Sonne genutzt wird. Und das kann durchaus 50% mehr oder weniger Kosten ausmachen. Also seht ihr, dass das schon ziemlich krass ist. Um sich mal konkrete Zahlen anzuschauen, 2019 lagen die Kosten für grünen Wasserstoff so bei ca. 16,5 Cent pro Kilowattstunde. Grauer bzw. blauer Wasserstoff lag dann so bei 4,5 bis 6,3 Cent die Kilowattstunde. War also deutlich günstiger. Diese Prognose von 2020 hier, die geht davon aus, dass der Preis von grauem bzw. blauem Wasserstoff 2030 auf 7,2 und bis 2050 sogar bis 8,4 ansteigen wird. Im Gegensatz dazu wird der grüne Wasserstoff aber günstiger. Ihr seht, das gleicht sich tatsächlich an, also davon geht man aus. Und der Preis hängt jedoch von unglaublich vielen Faktoren ab. Also sowohl die Elektrolyse als auch die Herstellung haben einen riesigen Einfluss. Es ist aufgrund der aktuellen Entwicklung im Strom- und Wasserstoffmarkt zumindest davon auszugehen, dass der Preis von grünem Wasserstoff durchaus schon vor 2050 unter dem von blauem Wasserstoff liegt. Also was auch eigentlich eine ganz gute Entwicklung ist. Aber mit sehr vielen Fragezeichen selbstverständlich. Natürlich kann man sich das auch sehr viel genauer anschauen. Also eine schöne Darstellung dazu ist zum Beispiel die sogenannte Wasserstoffleiter von Liebreich. Finde ich immer ziemlich cool. Das ist ein sehr bekannter Ökonom und er hat das hier richtig, richtig schön abgebildet. Und das ist so ähnlich aufgebaut wie zum Beispiel bei technischen Geräten mit den Energieklassen. Also kurz gesagt sind Dinge, die weit oben mit der Klasse A zugeordnet werden, ökonomisch sehr sinnvoll. Also da macht es einfach sinnvoll und ist kosteneffizient. Andersrum verhält es sich mit Dingen, die weiter unten, zum Beispiel G zugeordnet sind, die sind dann halt sehr ineffizient. Das heißt, sehr, sehr teuer und es macht eigentlich keinen Sinn, so wirklich da Wasserstoff einzusetzen. Und was auch total interessant sind, ist diese farbliche Hinterlegung, die ihr da sehen könnt. Das bedeutet, alles, was gelb hinterlegt ist, kann und sollte durch Strom statt Wasserstoff betrieben werden.
Denken wir hier mal an die Aussage, dass Autos, Heizungen und Züge durch Wasserstoff betrieben werden sollten. Und man wird hier kaum überraschend feststellen, dass das nicht sinnvoll ist und lieber durch Elektrifizierung stattfinden sollte. Schaut man weiter nach oben auf der Leiter, sieht man zum Beispiel auch rot hinterlegte Felder, bei denen es auch gar keine andere Möglichkeit gibt, den Wasserstoff zu ersetzen. Und das sind chemische Prozesse. Ich möchte hier mal insbesondere auf das Thema Dünger für die Lebensmittelproduktion hinweisen. Die Basis für die Düngemittelproduktion ist Ammoniak. Und auch hier ist Wasserstoff mit drin. Hier kann ich ihn nicht ersetzen. Ich brauche ihn wirklich als Rohstoff. So, und in dieser Darstellung der Wasserstoffleiter steckt aber unheimlich viel drin. Und wenn ihr Interesse daran habt, kann ich euch wirklich nur empfehlen, sich das alles mal in Ruhe anzusehen. Denn es hilft auf jeden Fall, so manche Aussage von Politikern besser einschätzen zu können. Ja, eine mega wichtige Frage. Können wir uns eigentlich selber versorgen? Ich habe viel über blauen Wasserstoff gesprochen, der aus Methan, also Erdgas, hergestellt wird. Aber im Jahr 2022 konnte mit deutschem Erdgas hauptsächlich Niedersachsen, also hauptsächlich aus Niedersachsen, 5,5% des deutschen Bedarfs gedeckt werden. Mit blauem H2 können wir uns also nicht selber versorgen. Und grüner ist noch nicht ausreichend verfügbar, beziehungsweise kurz- und mittelfristig noch relativ teuer. Aber okay, schauen wir uns erstmal an, wie viel brauchen wir denn jetzt eigentlich und in Zukunft? So, aktuell besteht ein Bedarf an Wasserstoff von ca. 55 Terawattstunden. Und zum Vergleich, das sind ca. 11% des gesamten deutschen Strombedarfs 2022. Oder dieselbe Größenordnung wie 2023 von allen Braunkohlekraftwerken bzw. Gaskraftwerken erzeugt wurde. Also wir reden hier schon von einer verdammt großen Menge. Und wie viel Prozent wurden davon bisher grün hergestellt? Ladies and Gentlemen, bitte halten Sie sich fest, 1% weltweit. Wie viel werden wir brauchen? Für die Zukunft muss man ganz klar sagen, dass man in dem Zusammenhang nur schätzen kann, sowohl was den Bedarf angeht, aber auch wie viel davon gegebenenfalls importiert werden kann. Die Bundesregierung rechnet in der aktuellen nationalen Wasserstoffstrategie, kurz NWS, bis 2030 fast mit einer Verdopplung des Wasserstoffbedarfs auf bis zu 130 Terawattstunden. Das entspricht mehr als 36 Milliarden Normkubikmetern Wasserstoffgas. Zum Vergleich der Größenordnung, unsere deutschen Erdgasspeicher haben 24,6 Milliarden Kubikmeter. Und die deutschen Erdgasspeicher sind die größten Kapazitäten in Europa. Nach aktueller Planung will die Bundesregierung im Jahr 2030 zwischen 30% und 50% des Bedarfs insbesondere durch grünen Wasserstoff aus Deutschland decken. Das ist aber nur ein Szenario, was sie sich betrachtet. So, in dieser Grafik, die ihr hier seht, seht ihr jetzt verschiedene Szenarien für das Jahr 2030. Der Balken ganz links entspricht quasi dem heutigen Bedarf und ihr seht, dass der Balken komplett grau ist. Das bedeutet, wir produzieren hier praktisch keinen grünen H2, also nichts von Bedeutung, so wie ich es eben auch gesagt habe. Bei den Szenarien wird die alte Wasserstoffstrategie von 2020 dargestellt, aber auch die neue von 2023 und eine Variation bei den heimischen Produktionen von Wasserstoff betrachtet. Unten seht ihr dann, dass der verschiedene Bedarf durchgespielt wurde. Aber auch die Importmengen. Also das heißt, dann einmal ein hoher Bedarf, niedrige Importmenge, einfach mal so ein bisschen hin und her gespielt und geguckt, was da passiert. Und interessant ist insbesondere dann der Balken für das Szenario hoher Bedarf, also ich brauche viel, und niedrige Importmengen, was durchaus passieren kann, da gibt es dann so einen roten Anteil am Balken. So, und was heißt das? Das ist nicht genug, da ist eine Lücke. Haben wir nicht, reicht nicht. Und bis 2045 rechnen die mit einer weiteren Steigerung des Bedarfs auf 290 bis 440 Terawattstunden, also nochmal locker um das 5- bis 8-fache mehr als heute. Die eigene Produktion soll dann bei ungefähr 100 Terawattstunden davon liegen. So, okay, also ihr habt eben schon gesehen, was das für krasse Zahlen sind und das ist echt, und dass selbst da noch Lücken sein können. Okay, ich komme jetzt nochmal auf die Aussagen der Politiker und der Parteien zurück, insbesondere auf die, die Wasserstoff zum Exportschlager machen wollen, damit Autos betanken wollen, heizen wollen oder das Zeug am liebsten trinken möchten. Erstens muss man jetzt aber sagen, die Prognosen selbst für das Jahr 2033 sind natürlich mit Unsicherheiten behaftet. Zweitens, damit es keine Deckungslücke, also nicht zu wenig gibt, und bitte macht euch klar, was eine Deckungslücke bedeutet, das heißt, es reicht nicht und das ist richtig übel, denn ein Großteil unserer Industrie hängt an dem ganzen H2.
Ja, so, aber egal. Damit es nicht passiert, muss man eine klare Priorisierung finden, ja? Wo Wasserstoff sinnvoll genutzt werden soll. Also heizen, trinken oder Autos mit E-Fuels oder noch bekloppter exportieren, das sind gar keine Optionen. Das ist einfach echt Unsinn. Und ich sag's noch mal ganz deutlich, die erzählen euch absolute Scheiße. Und die haben offensichtlich keine Ahnung, wovon sie reden. Und zumindest muss man sagen, dass das mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen, die wir hier finden konnten, wirklich 0,0 zusammengeht. Okay, drittens, in keinem dieser Szenarien kommen wir ohne importierten Wasserstoff aus. Und hier kommen dann die Partnerschaften mit anderen Ländern ins Spiel, die zum Teil jetzt schon aufgebaut werden. Es wird evaluiert, wo man zum Beispiel in Afrika sinnvoll grünen Wasserstoff herstellen kann. Das müsste dann mit ziemlich viel Aufwand per Schiff transportiert worden. Und da muss man sich auch wieder klar machen, dass der Transport per Schiff eigentlich nur sinnvoll ist, wenn man den Wasserstoff verflüssigt, also auf minus 253 Grad bringt. Und das ist, wie ihr euch vorstellen könnt, verdammt aufwendig und teuer. Und langfristig wird auch eine europäische Wasserstoffstrategie mit einem Pipeline-System angestrebt. Wenn der Wasserstoff in Europa erzeugt wird, müsste man ihn dann nicht mehr verflüssigen, was es natürlich deutlich einfacher macht. So, und da gibt es jetzt noch eine extrem spannende Studie, die ich euch nur empfehlen kann. Hier geht es nämlich um die geopolitischen Auswirkungen von Wasserstoff bis ins Jahr 2040. Und ihr könnt euch vorstellen, ihr merkt jetzt schon, um was für Mengen, um was für Geld es da geht, wie wichtig das ist. Und ihr könnt euch vorstellen, dass es dadurch auch durchaus Reibereien irgendwie zwischen den Ländern und so weiter gibt, Abhängigkeiten und alles. Und das ist genau in dieser Arbeit auch so ein bisschen betrachtet. Und wenn ihr möchtet, können wir dazu auch noch gerne ein eigenes Video machen, denn das Thema ist auch richtig, richtig krass. Okay, das war lang. Danke fürs Zuhören und danke an Dr. Lutz Böhm aus meinem Team für diese tolle Recherche und danke auch an euch für den finanziellen Support, der das Team einfach erst überhaupt möglich macht. Und bis dahin macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.